Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Bruchemanit Fott damit Video. Das letzte ist schon ziemlich lange her. Ich hatte ja nun auch ein bisschen Abstinenz hier auf YouTube. Aber natürlich trotzdem währenddessen fleißig weiter aufgebraucht. Und so langsam muss ich euch sagen, habe ich ein Platzproblem bekommen, was die ganzen Sachen angeht, die ich aufbewahrt habe, um sie euch zu zeigen. Und ja, das ging einfach gar nicht mehr. Deswegen wird jetzt mal wieder quasi aufgeräumt mit euch zusammen. Wir schauen uns an, was habe ich denn in den letzten Monaten aufgebraucht. Und dann bin ich sehr froh darüber, dass ich die Sachen dann wegschmeißen kann. Gut, ich habe mir das schon so ein bisschen vorsortiert in verschiedene Kategorien, weil mir das einfach hilft, so ein bisschen Struktur zu bewahren. Starten möchte ich gerne mit einer Kategorie, die sich um Haare dreht. Und zwar habe ich hier zum einen euch ein Trockenshampoo mitgebracht von Balea. Das ganz normale Standard-Trockenshampoo hier. Das habe ich mal in der Not gekauft, weil ich mein Trockenshampoo von Algemarina aufgebraucht hatte. Und das gibt es im Normalfall nur im Rossmann. Und den hatte ich jetzt nicht in der Nähe. Ich war bei DM und ja, habe dann vor lauter Verzweiflung das hier gekauft. Ja, was kann ich darüber sagen? Was diesen weißen, grauen Schleier angeht, finde ich, ist es wirklich sehr zurückhaltend. Also da gibt es auf jeden Fall Trockenshampoos, die einen schlimmeren weißen Rückstand verursachen. Aber die Wirkung hat mich leider nicht so überzeugt. Ich muss mal gerade gucken. Ja, der Duft war so nach Kokos, Schokolade, und das wisst ihr, ist natürlich auch überhaupt nicht mein Fall. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich das aufgebraucht habe und werde es mir nicht mehr nachkaufen. Es sei denn, die Welt geht mal wieder unter und ich habe nichts mehr im Haus und muss drastischerweise einfach irgendwas kaufen. Genau, dann könnte es sein, dass es nochmal bei mir einzieht, aber freiwillig eigentlich eher nicht. So, bleiben wir doch mal bei dem Thema Trockenshampoo. Ich habe hier zwei kleine Größen vom Batiste Trockenshampoo aufgebraucht. Eine Größe habe ich mir, glaube ich, selber gekauft. Das ist diese hier und die war, glaube ich, in dieser Wanderbox drin. Cherry und der Originalduft. Das Batiste Trockenshampoo ist auf jeden Fall gut. Da gibt es nichts dran zu meckern. Ich habe das Gefühl, dass es allerdings nicht sehr ergiebig ist. Auch gerade diese kleinen Größen sind einfach wahnsinnig schnell leer. Und dafür ist es einfach sehr, sehr teuer. Dieser Kirschgeruch war in Ordnung, war natürlich sehr künstlich, aber war auszuhalten. Und der hier, ich rieche jetzt nichts mehr, aber ich glaube, der war relativ neutral. Ich kaufe mir diese Größen eigentlich nur, wenn ich verreise, weil ich dann eben nicht meine große Pulle mitschleppen möchte. Und das Trockenshampoo, was ich ansonsten gerne verwende, gibt es leider nicht in kleiner Größe. Deswegen sind das immer so meine Reisebegleiter. Als nächstes habe ich hier ein Tiefenreinigungsshampoo leer gemacht. Und zwar von Herbal Essences, das strahlend sauber Reinigungsshampoo. Das sieht so aus. 250 Milliliter sind hier drin und das hat mir wirklich sehr, 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 sehr lange gehalten. Da es sich um ein Tiefenreinigungsshampoo handelt, benutzt man das ja sowieso im Normalfall nicht allzu oft, weil es natürlich die Haare dann ansonsten zu sehr angreift. Aber zumindest vorm Tönen zum Beispiel verwende ich das sehr, sehr gerne. Und wenn ich dann mal so einen Spa-Tag mache und mir richtig viel Zeit einfach für alles nehme und auch meine Haare einmal richtig gut pflegen möchte, dann verwende ich vorher so ein Tiefenreinigungsshampoo, um alles, was sich in den Haaren bis dato befunden hat, an Rückständen zu entfernen.
Und eben dann den Haaren auch zu ermöglichen, die Pflege der Kur sehr gut aufnehmen zu können. Ja, es hat seinen Job getan, auf jeden Fall. Ich habe jetzt keinen großen Unterschied zu anderen Reinigungsshampoos bemerkt. Von dem her ist das jetzt ein Produkt, das einfach solide ist, kann man nachkaufen, muss man aber nicht. Dann habe ich ein weiteres Shampoo aufgebraucht, als ich im Urlaub war, und zwar von Isana Kids, das Leicht-Chem-Shampoo. Da ist diese Meerjungfrau drauf. Das war diese kleine Größe, die mein Freund ja, aus diesem Aufsteller da mitgenommen hatte, um mir eine kleine Freude zu machen, weil er weiß, dass ich Meerjungfrauen sehr, sehr gerne mag. Und da ich das Zeug natürlich nicht einfach nur rumstehen haben möchte, sondern eben auch benutzen möchte, habe ich das dann mit in den Urlaub genommen. Aber ich muss sagen, man merkt irgendwie, dass das ein Shampoo ist für Kinder, beziehungsweise eben für Kleinkinder. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber es war erstens sehr, sehr dünnflüssig, dass ich das Gefühl hatte, ich brauche sehr, sehr viel davon. Dass es irgendwie wirklich meine Haare reinigt und das ganze Fett und so weiter eben auswäscht. Und es hat eben auch nicht so super toll aufgeschäumt. Und weiß ich nicht, irgendwie hat man gemerkt, es ist eigentlich nicht für meinen Haartyp geeignet. Deswegen, ich werde jetzt diese kleine leere Flasche nicht wegschmeißen, ich werde sie behalten und dann eben bei der nächsten Reise mit meinem aktuellen Shampoo einfach auffüllen. So kann man so ein bisschen Verpackungsmaterial und Platz sparen und auch die hübsche Flasche findet dann noch weiterhin Verwendung. Genau, deswegen landet die jetzt nicht im Mülleimer. Und dann hatte ich noch zwei Haarkuren. Einmal von Balea, die 1 Minute Soforthilfekur mit Pfirsich und Kokos. Das ist so eine dreieckige Form, so kommt das an. Und ja, ich glaube, ich habe es vor langer, langer Zeit schon mal in einem Video gesagt. Für mich funktionieren diese Balea-Kuren leider nicht. Ich habe das Gefühl, sie sind einfach nicht reichhaltig genug für mein Haar. Und dass sie wirklich keinen guten Effekt bei mir haben. Hier steht sogar drauf, sehr trockenes, strapaziertes Haar. Ich habe zwar trockenes, strapaziertes Haar, aber sehr feines Haar. Und dementsprechend möchte ich eigentlich nicht wissen, wie das dann aussieht bei jemandem, der zum Beispiel krauses oder lockiges, sehr, sehr trockenes Haar hat. Ich glaube, da ist dann wahrscheinlich so gut wie gar kein Effekt mehr. Das finde ich sehr schade. Ja, ich greife dann doch eher zu anderen Marken und anderen Produkten, die einfach mehr Pflegestoffe enthalten, um auch dann eben bei meinem Haar ein schönes Pflegeergebnis zu erzielen. Ja, deswegen, nein, wird nicht mehr nachgekauft. Hier wechselt das Licht übrigens wieder, wie es will. Die Wolkenwand hier zieht an mir vorbei. Mal kommt die Sonne durch, mal ist es etwas schattiger und wolkig. Deswegen, ich hoffe, das funktioniert so für euch. Dann habe ich hier aufgebraucht von Swiss Opal die Arganöl-Haarkur. Die kommt ja immer hier in diesen Plastik Verpackungen und ist wirklich bis zum Anschlag gefüllt. Ja. Ich mag die Masken von Swiss Opal sehr, sehr gerne. Ich habe das Gefühl, dass die wirklich mit vielen Pflegestoffen versetzt sind und deswegen auch einen guten Effekt haben. Was mich allerdings wirklich nervt, ist diese Verpackung. Das geht einfach überhaupt nicht. Wenn man das aufschneidet, dann quillt das schon alles raus und bei meinen feinen Haaren reicht mir so eine Packung auch definitiv für zweimal und dann muss ich das irgendwie beiseite stellen und verschließen, dass es mir aber dann auch nicht eintrocknet, weil so eine Haarkur benutze ich eben nicht jedes Mal, sondern nur ungefähr einmal die Woche und ja, das ärgert mich so ein bisschen. Ich denke mal, ich werde mir demnächst von meinem Favorit der Pferdemark-Haarkur einfach ein paar von diesen Sachets hier holen und dann meinetwegen in ein Tiegelchen oder sowas umfüllen, dass ich quasi so ein Haarkur-Töpfchen habe, ne, wie man auch normalerweise kaufen kann. Das ist einfach wesentlich praktischer, auch für unter der Dusche. Da will man ja nicht dann mit einer Schere hantieren und so weiter, weil hier ist keine Einreißstelle dran, ne. Ja, wundert euch übrigens nicht, ich habe hier Nagellack ausprobiert. Deswegen habe ich mir nur zwei Fingerlack hier. Sieht ein bisschen bescheuert aus, ich weiß.
Entschuldigung für das Geschmatze, aber ich habe Brand. So, dann habe ich zwei Produkte aufgebraucht zum Baden. Und zwar einmal von Dresdner Essenz Sommerregen, das Pflegebad. So sieht das hier aus. Ja, das hatte einen sehr schön frischen Duft. Hat so nach, ja, wie es da drauf auch schon aussieht, nach so einer Frühlingswiese gerochen. Sehr, sehr schön. Ich wollte ja eigentlich wegkommen von diesen Verpackungen hier. Ich habe auch, glaube ich, nur noch zwei Stück im Bad und ansonsten Flaschen. Aber so ab und an gönne ich mir dann mal so ein Sachet. Ich glaube, mittlerweile dürfte es das nicht mehr geben, weil da steht auch drauf Limited Edition. Ja, sehr, sehr schade. Der Duft hat mir wirklich gut gefallen. Von dem her, ja, war ein nettes Erlebnis und würde ich mir nachkaufen wahrscheinlich, aber war ja eine Limited Edition. Das zweite Bad, was ich aufgebraucht habe, ist von Balea und zwar ist es das Kräuterbad Eukalyptus, entspannend und befreiend. So sieht das aus. 500 Milliliter sind hier enthalten und ich glaube, das kostet unter einem Euro. Ja, das war eine ganz tolle, ein ganz toller Badezusatz für, ich sag mal, Krankheitsphasen. Mein Freund und ich, wir waren leider in den letzten Monaten ganz, ganz dick erkältet und das riecht so ein bisschen wie dieser Tigerbalsam, das Pflegebad. Und das hat natürlich auf jeden Fall geholfen, um die Atemwege so ein bisschen frei zu bekommen und dann eben auch durch die Dämpfe und so. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Badezusatz, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass ich ihn wieder nachkaufe. Ja, dann habe ich hier noch ein paar Produkte für den Körper. Und zwar möchte ich da beginnen erstmal mit einem Produkt, was mein Freund aufgebraucht hat. Und zwar ist das ein Schauerschaum. Fand irgendwie das Wort gerade komisch. Ein Duschschaum, so, genau. Ein Duschschaum von Rituals und zwar ist das Samurai Jutsu Shower. So sieht das aus. Es gibt für Männer, wenn ich mich nicht irre, nur zwei Geruchsrichtungen. Gut, dieses Hammam ist natürlich sehr unisex und auch Dao ist relativ unisex, aber ich sag mal, deklariert für Männer gibt es nur dieses hier, dieses schwarze mit der roten Kappe und ein blaues mit schwarzer Kappe, glaube ich. Ja, mein Freund liebt die Duschschäume von Rituals und hat deswegen auch immer einen davon in Gebrauch. Ich persönlich finde den Duft des blauen Duschschaumes wesentlich besser. Der gefällt mir irgendwie hier nicht ganz so gut. Hier ist Jutsu mit drin und Mandarine. Also es hat so ein bisschen Ähnlichkeiten mit dem Happy Buddha. Also es ist eben sehr zitrisch und man merkt so ein bisschen dieses zitronige, mandarinige eben. Das, jetzt habe ich das hier fein, aber es geht weggeschmissen, um Gottes Willen. So, nochmal zur Ruhe kommen. Deswegen, wenn es nach mir geht, könnte er am liebsten nur noch das Blaue benutzen, aber er wechselt da gerne mal ab und ja, deswegen hat er das hier jetzt aufgebraucht und ich glaube, er hat noch eins im Vorrat. Ja, genau, aber auch zwei von dem Blauen. Mein Gott, warum lasse ich denn jetzt hier aktuell alles fallen? Himmel, Arsch und Zwirn. So, als nächstes habe ich ein Deo für euch, ein Sprühdeo von Nivea, Deodorant Fresh Summer. So sieht das Ganze aus. Das gefällt mir schon mal auf jeden Fall deswegen ganz gut, weil man das hier per Drehen öffnen und schließen kann. Also kann man das prima mitnehmen. Ja, in der Handtasche und muss nicht das, die Sorge haben, dass es irgendwie sich dann von selber da entleert und alles vollsprüht. Der Duft war wirklich ganz, ganz toll. Das war so Sommer- und Sonnenschutzcreme, Freibad, ja. Irgendwie so roch das.
Ja, leider war auch das eine Special Edition. Ich habe eine zweite Flasche, die ist aktuell in Verwendung. Und ich bin so ein bisschen traurig, wenn die Flasche dann leer ist. Ich werde mich nochmal auf die Suche machen in meinem DM. Vielleicht gibt es da ja noch Restbestände und dann werde ich mir auf jeden Fall noch ein, zwei Flaschen davon einpacken. Denn das war auf jeden Fall ein Duft, mit dem ich mich sehr frisch gefühlt habe und sauber. Der mir aber eben nicht nach einiger Zeit total auf die Nerven gegangen ist. Das Problem habe ich nämlich manchmal. Und das hatte ich eben hiermit nicht. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, das nochmal nachzukaufen. Vielleicht bringen sie das ja auch im nächsten Sommer wieder rein. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall eine klare Empfehlung von mir. Weiter geht es mit einem Duschschaum, den ich geleert habe. Und zwar ist der von Rituals aus der Tao-Reihe. Also eigentlich ist es ja Dao, aber das hier ist noch mit der alten Namenskennzeichnung Tao. Grundsätzlich mag ich diese grüne Serie total gerne. Ich habe auch das Spray davon und verwende das total gerne für mein Kopfkissen. Das ist leider auch bald alle. Ich habe hiervon auch noch das Körperpeeling und hatte eben hier diese kleine Variante Duschschaum, die ich mit im Urlaub hatte. Ich habe das Gefühl, dass die nicht richtig leer ist. Also ich habe das Gefühl, das Ding ist noch echt relativ schwer. Aber es kommt einfach nichts mehr raus. Also ich kann hier drauf drücken. Es kommt einfach nichts mehr, als wäre irgendwie das Gas oder was auch immer darin entwichen. Und gefühlt habe ich das auch wirklich nicht oft verwendet zum Duschen. Und ich bin ja generell ein sehr sparsamer Mensch, was jetzt Duschgel angeht. Und wenn ich schon sage, irgendwie, keine Ahnung, nach drei, vier Mal war das Ding leer, dann war das wirklich nicht ergiebig. Deswegen, ja, hat mich das leider so ein bisschen enttäuscht. Und ja, ich mag diesen Duft auch nur situationsbedingt, also ob ich den mir jetzt nochmal als Duschschaum nachkaufen würde, muss ich gucken. Ich glaube, ich mag das lieber als Raumspray, den Duft. So, dann habe ich ein Deo aufgebraucht nochmal. Ein Deo-Roller in dem Fall von Wolkenseifen. Und zwar sieht es so aus. Hier könnt ihr sehen, es ist geleert. Ja, und das ist die Geruchsrichtung Weekender. Die war sehr zitrisch. Und ich hatte dazu ja auch passend die Deo-Creme. Von der Deo-Creme war ich restlos begeistert. Ich habe auch mal ein Video gedreht, in dem ich Produkte von Wolkenseifen und Ponyhütchen verglichen habe. Ponyhütchen ist eben auch ein Anbieter, der solche Deo-Cremes und so weiter selbst hergestellte Kosmetikprodukte verkauft. Und da könnt ihr ja mal schauen, wie da so mein Testergebnis ausgefallen ist, welche der beiden Firmen mich mehr überzeugt hat. Bei diesem Roller, muss ich sagen, war ich super enttäuscht. Ich hatte das Gefühl, dass der mich überhaupt nicht schützt. Also entgegen dem Creme-Deo hat das hier bei mir vollkommen versagt. Ich habe das dann letzten Endes immer mitgenommen zur Arbeit. Ihr wisst vielleicht, dass ich da eben ab und zu auch übernachten muss und habe mir das dann eben morgens also drunter geschmiert. Ja, hatte dann ja meistens gegen 10 Uhr oder halb eins oder was Feierabend und bin dann nach Hause gefahren und als ich nach Hause gekommen bin, hatte ich schon das Gefühl, ich müffle. Kann natürlich auch sein, dass sich dieser Duft einfach in dieser flüssigen Variante nicht mit meiner Biochemie vertragen hat. Das weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir auf gar keinen Fall mehr nachkaufen würde. Das hat mich leider total enttäuscht. Ja. Dann habe ich hier ein Reinigungspuder aufgebraucht von Alverde. So sieht das aus. Das hatte hier oben so eine Öffnung mit Löchern und innen drin war eben ein Puder. Hier stand noch drauf mit Mohnblüte, Malve und wertvollen Mineralien. Und das funktionierte so, dass man sich dieses Puder eben in die Handfläche gegeben hat und ein wenig Wasser zum Aufschäumen dann verwendet hat und dann diesen schaumigen Brei sozusagen zur Gesichtsreinigung verwendet hat.
Grundsätzlich muss ich sagen, hat mir das sehr, sehr gut gefallen, weil das Ganze hatte dann eine sehr, sehr feine Peeling-Wirkung. Also entgegen zu relativ grobkörnigen Peeling-Körnchen war das mit diesem Puder doch eine sehr feinkörnige Sache und hat mir deswegen gut gefallen. Das war auch super ergiebig. Also hier waren 11 Gramm drin und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um das zu leeren. Ich glaube, sowas gibt es grundsätzlich nicht in der Drogerie. Das war jetzt das erste Mal in dieser Limited Edition, dass ich sowas in der Art entdeckt habe. Ich weiß, es gibt einen Rice Powder Bla Reiniger von Tatcha, aber ich bitte euch, das ist ja, also, das ist ja überirdisch teuer. Von daher werde ich mir das nicht kaufen, aber das Grundkonzept hat mir doch sehr, sehr gut gefallen. So, nochmal was trinken. Ich trinke übrigens gerade Knusperhäuschen von dem Teeladen Hornung aus Regensburg. Schmeckt sehr weihnachtlich, so nach Zimt und Orange so ein bisschen. Sehr, sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Ja, weiter geht es noch mit drei Produkten für den Körper. Als erstes hatte ich hier so eine kleine Probe vom The Body Shop. Foot Lotion steht hier hinten nur drauf, in diesem Tiegelchen. Die bewahre ich übrigens auch immer auf. Man weiß ja nie, wann man mal was abfüllen möchte oder muss. Die hat sehr, sehr mentholig, pfefferminzig gerochen. Und die habe ich, da war ja jetzt nicht viel drin, ne? An einem Abend habe ich dann einfach meine Füße ganz dick damit eingecremt und mir Söckchen angezogen und das Ganze über Nacht einwirken lassen. Und am nächsten Tag hatte ich wirklich sehr, sehr schön schmeichelzarte Füße. Von dem her hat mir die Fußlotion doch sehr, sehr gut gefallen. Ob ich sie mir jetzt nachkaufen würde, weiß ich nicht. Ich habe aktuell noch einiges an Fußcreme hier, bedarf es also nicht. Und von dem her gucken wir mal, ne? So, als nächstes habe ich hier einen Rasierer für euch. Das ist ein Gillette-Rasierer mit drei Klingen. Das ist eigentlich ein Männerrasierer und das ist ein Einmalrasierer. Und grundsätzlich kaufe ich eigentlich nur Rasierer für Männer, weil ich das Gefühl habe, die machen ihren Job wesentlich besser. Und ich kaufe auch meistens Einmalrasierer, weil da sind meistens so 6 Stück drinne. Sind relativ günstig und ich finde, dass man die definitiv mehr als einmal verwenden kann. Ich verwende die dann einfach so lange, bis ich das Gefühl habe, die sind relativ stumpf geworden und dann tausche ich aus. Und das ist doch schon etwas länger. Und deswegen fahre ich damit ganz gut und kaufe mir weiterhin solche Einmalrasierer. Ich achte aber immer darauf, dass ich welche mit drei Klingen kaufe. Und meistens eben auch von den teuren Firmen Wilkinson und Gillette und so weiter, weil ich das Gefühl habe, mit zwei Klingen oder von den günstigeren Firmen, da schneide ich mich dann doch sehr oft. Und ja, mit denen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht bisher. Als letztes Produkt habe ich hier von Vichy Ideal Soleil Bronze SPF 50, so einen Sonnenschutz fürs Gesicht. Das war so eine kleine Probe, die habe ich, glaube ich, von der Jana bekommen. Gefiel mir wirklich sehr, sehr gut. Hier ist noch ein kleines Ötzchen drin und das hat auch sehr, sehr lecker gerochen. So schön, ja, so ein bisschen pudrig, muss ich sagen. Jetzt nehme ich das als Handcreme. Ja, so ein bisschen pudrig nach Sonne, aber auch, ja, war auch überhaupt nicht fettend. Also kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Es ist ja generell sehr, sehr wichtig, Sonnenschutz zu verwenden, eigentlich das ganze Jahr über und nicht nur im Sommer. Und viele mögen das ja nicht, dass es dann eben so fettig ist auf der Haut. Und das war jetzt überhaupt nicht fettig. Von dem her kann ich die Creme auf jeden Fall empfehlen. Ich bin aktuell noch versorgt mit meiner SPF 50 Gesichtspflege von Rituals. Aber sollte die irgendwann mal dann aufgebraucht sein, könnte ich mir vorstellen, auch das Produkt nachzukaufen. Dann nehmen wir das doch jetzt einfach mal als Überleitung für die Gesichtskategorie. Und zwar habe ich hier einmal von
Balea, die Q10 Antifalten-Augenpads gekauft. Da muss ich, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Die habe ich euch schon öfters in die Kamera gehalten. Ich mag die von Revival de Loop aus der Hydro-Serie einfach lieber. Ich habe das Gefühl, die kleben nicht wirklich gut auf der Haut und sobald man spricht oder so, lösen die sich und deswegen versuche ich die einfach nur jetzt noch fertig aufzubrauchen und werde mir die dann nicht mehr nachkaufen. Dann hatte ich hier eine Probe von Benefit von der It's Potent Eye Cream. Ich finde die sehr, sehr gut. Ich hatte davon schon mal eine etwas größere Größe, so ein Pöttchen. Das war damals mal in der Glossy Box drinne. Hat mir gut gefallen, aber sie hat mich dann doch nicht so sehr überzeugt, dass ich gewillt wäre, den teuren Preis für diese Creme zu bezahlen. So. Da ich jetzt sehe, dass sich der Akku langsam dem Ende neigt, mache ich eine kurze Unterbrechung und stöpsel euch mal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich. Frisch gestöpselt geht's jetzt weiter. Und zwar hatten wir ja gerade die Augencreme von Benefit. Und ich hatte hier noch ein weiteres Pröbchen einer anderen Augencreme und zwar von Clinique, die Clinique Smart Custom Repair Eye Treatment Creme. So sieht dieses Pröbchen aus. Ich weiß nicht mehr, von wem ich dieses Pröbchen bekommen habe, aber ich möchte mich bei wem auch immer sehr, sehr herzlich bedanken für diese Probe. Denn diese Probe hat mich restlos begeistert. Da war genug drinne für zweimal Augen eincremen. Meistens ist es ja so, wenn man solche Pröbchen verwendet, dass man da jetzt nicht so einen wirklichen Wow-Effekt erkennen kann und dementsprechend ja dann immer so ein bisschen ja ratlos ist. Tja, ist das jetzt was für mich oder nicht, weil da ja einfach nicht viel drin ist. Aber diese zwei Anwendungen dieser Augencreme hier haben mich einfach absolut überzeugt und haben mich auch zu dem Entschluss gebracht, dass ich mir diese Augencreme gerne kaufen möchte. Ja, einziges Manko dabei, es ist Klinik, ist natürlich der Preis. Auf Douglas ist der Preis für diese Creme einfach exorbitant hoch. Ich glaube, die wollen 40 Euro oder was für diese Augencreme haben oder 50 sogar. Das ist mir einfach viel zu viel. Aber ich habe in anderen Online-Parfümerien gesehen, dass es die auch wesentlich günstiger gibt. Ich sag mal für 30 oder 25 Euro, je nachdem, wo man sie kauft. Vielleicht hat man auch einen Rabattcode und so weiter. Und das ist dann was, wo ich sage, okay, da bin ich dann durchaus bereit, das Geld auszugeben, gerade weil sie mich einfach so sehr überzeugt hat. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diese Creme kennt und sie vielleicht auch schon länger verwendet und deswegen auch etwas zur Langzeitwirkung sagen kann. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir ein bisschen was in den Kommentaren zu dieser Creme schreiben würdest. Ich habe aktuell noch eine Creme, die ich aufbrauchen muss und da ist auch wirklich wahnsinnig viel drin. Ne? Dieser Pot hat irgendwie 50 Milliliter und das ist für eine Augencreme wirklich wahnsinnig viel. Ich bin am Überlegen, ob ich sie nicht einfach als Gesichtscreme zweckentfremde. Jetzt gerade für den Winter dürfte das auch gehen, wenn das ein bisschen reichhaltiger ist. Ja, aber auf lange Sicht gesehen wird diese Creme hier auf jeden Fall bei mir einziehen, weil die mich einfach total überzeugt hat. Dann hatte ich hier eine Probe vom Blue Therapy Serum in Öl Night. So sieht das aus. Sehr, sehr schönes Fläschchen. Hat mir gut gefallen. Habe ich dann einfach als Serum, wie es hier auch steht, verwendet. Aber ja, hatte halt leider nicht den wahnsinnigen Effekt, dass ich jetzt schreien würde, wow, muss ich mir nachkaufen. Ist ja leider meistens bei diesen Pröbchen so. Und dann hatte ich hier eine 3D-Filler-Maske. Ja, so eine Art Tagescreme, die eben auch Poren verfeinern sollte und auch Linien minimieren sollte. Auch da einmalige Anwendung, was soll ich euch dazu sagen?
Dann habe ich jetzt hier noch zwei weitere Pröbchen, zu denen kann ich aber etwas mehr sagen. Und zwar ist es einmal von Becca, der Backlight Priming Filter. Das ist diese leicht illuminierende Make-up-Base. Muss ich sagen, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Also natürlich hat sie sicherlich ihren Job gemacht, dass sie so einen leichten, illuminierenden Sheen aufs Gesicht gebracht hat. Aber ganz ehrlich, so viel wie die kostet, da hätte sie mich schon mehr vom Hocker hauen müssen. Und das letzte Pröbchen, was ich jetzt ja so an Cremes und so weiter habe, ist von Boschia oder Boscha Detoxifying Black Cleanser. So, das war wirklich so ein schwarzer, geliger Cleanser, der sehr, sehr schön aufgeschäumt ist und der hat mir wahnsinnig gut gefallen. Der hat sich nämlich erwärmt. Und ich hatte das Gefühl, dass der dadurch wirklich alles aus dem Gesicht rausgeholt hat. Wo man Boschia, Boscha, wie auch immer bekommt, hier in Deutschland, weiß ich nicht. Und ob man das überhaupt hier bekommt, keine Ahnung, ist eine amerikanische Marke, ist auf jeden Fall über Sephora zu bestellen. Aber gerade eben aus den Staaten solche flüssigen Konsistenzen zu bestellen, ist ja nicht so einfach. Parfüm geht nicht, Nagellack geht nicht. Ich weiß nicht, ob solche Cleanser gehen. Ich weiß, dass das eine sehr, sehr hochpreisige Firma ist. Ich werde mich da mal ein bisschen weiter schlau machen, aber das wäre auf jeden Fall ein Produkt, was mich sehr, sehr interessieren würde und wo ich mir vorstellen könnte, es nachzukaufen. Ja, aber für jetzt so einen ganz normalen Gesichtscleanser irgendwie 30 Euro oder so auszugeben, da ist man dann auch immer so ein bisschen skeptisch, würde ich sagen. Ja, ich bin da einfach so ein bisschen skeptisch. Ja, vielleicht kennt denn den ja jemand ebenfalls und kann mir da auch was zu sagen. Das würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Ja, dann ein Flop-Produkt, was ich aussortieren werde, was aber sowieso schon total zerstört ist, ist hier von Ebelin. Hatte ich mal drüber gesprochen in meinem letzten Haul, wo ich mir auch so einen Travel-Pinsel gekauft hatte von Kiko. Der ist eigentlich hier zum Rausdrehen und dann sollte sich das eigentlich so hochstülpen, dass man den Pinsel wieder hier reinbekommt. Das macht das Ding aber nicht mehr, wie ihr seht. Und nee, also das ist hier totaler Schrott. Das kommt jetzt einfach weg. Schade um das Geld, das ich dafür ausgegeben habe, aber nee, hat mich nicht überzeugt. Ja, dann hatte ich hier vom Beauty Blender so ein kleines Ei. Das habe ich, glaube ich, von der Brigitte bekommen. Und das war irgendwie jetzt hier sehr, sehr merkwürdig, wenn ihr das sehen könnt. Da haben sich so ganz viele kleine Punkte gebildet. Und das sah mir doch sehr, sehr stark nach Schimmel aus. Was mich wirklich gewundert hat, weil dieses Problem hatte ich noch nie mit Make-up-Schwämmchen. Ich benutze ja auch den originalen Beauty Blender eigentlich hauptsächlich. Und auch der, da hat sich nie irgendwelche Schimmelsporen oder irgendwas gebildet. Also total merkwürdig. Ja. Ich gucke die ganze Zeit in die Kamera, weil ich das Gefühl habe, es wird hier so rapide dunkel. Und nachher sitzen wir hier ja, beim Mitternachtsimbiss sozusagen zusammen. Noch könnt ihr mich aber, glaube ich, erkennen. Da muss ich mich jetzt einfach hier ein bisschen beeilen. Ja, weiter geht es mit ganz vielen Masken, die ich aufgebraucht habe. Dabei sind auf jeden Fall einige verschiedene Masken dabei, aber auch so ein paar, ja, ich sag mal, häufigere Kandidaten zeichnen sich hier ab. Ich habe auf jeden Fall zwei Sachets der Cadia Vera Young Anti-Pickel-Maske aufgebraucht. Aktivkohle, so sieht die aus, mit so Blaubeeren drauf. Da habe ich jetzt auch noch was von da. Ich finde die grundsätzlich nicht schlecht und kann die deswegen auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich hier drei Sachets der Totes Meer-Maske von Revalde Loop. Drei Sachets, ne, und die habe ich in der Zeit, wo ich wirklich ganz, ganz schlimme Hautprobleme hatte, regelmäßig verwendet und hatte das Gefühl, dass die mir auch auf jeden Fall geholfen hat.
Dann habe ich hier von Montagne Jeunesse zweimal die Passion Peel-Off Maske. Einmal war das hier so ein Duo-Set und einmal eben die normale Größe der Passion Peel-Off Maske. Ich mag die Peel-Off Masken von Montagne Jeunesse grundsätzlich sehr, sehr gerne, weil ich das Gefühl habe, dass das mitunter die einzigen Masken sind, die sich auch wirklich schön in einem Stück abziehen lassen und man dann nicht ja, so einzelne Fetzen hat und man da am Pulen und Piddeln ist. Das regt mich nämlich total auf. Dann habe ich hier eine Maske, über die ich auch nicht mehr viel sagen muss. Reval de Loup Fango Maske. Das sind so die letzten Überbleibsel. Ich glaube, ein oder zwei Sachets habe ich noch da. Dann ist sie auf ewig leider im Nirvana verschollen. War eine ganz, ganz tolle Maske. Hat mir super gut gefallen. War leider eine Limited Edition und ist deswegen nicht mehr erhältlich. Dann habe ich im Sommer verwendet die frische Kick Maske von Reval de Loup. Das war auch eine Limited Edition, die es so nicht mehr gibt. Ja, war so eine durchsichtige, gelige Konsistenz mit Koffein und Limette steht hier drauf. War wirklich sehr, sehr erfrischend, belebend, ja, und war für heiße Tage wirklich optimal. Eine weitere Maske in dieser Art war diese Maske hier von Schäbens. Ich weiß allerdings nicht mehr so genau, wie die heißt, weil das hier der untere Teil ist. Aber auch Eiseffektmaske oder so hieß die für den Sommer. Gibt es, glaube ich, auch immer wieder im Sommer. Die hat mir leider überhaupt nicht gefallen. Das war auch so eine gelige Konsistenz und sollte eben eigentlich erfrischen und so weiter, wie die frische Kickmaske von gerade. Die hat einfach aber unmenschlich nach Alkohol gestunken. Das war wirklich unangenehm. Deswegen, ich habe das andere Sachet natürlich noch hier. Wenn die aufgebraucht ist, würde ich mir die nicht mehr nachkaufen. Gefällt mir überhaupt nicht. Dann habe ich die Tutanchamun-Maske von Schäbens, auch eine Limited Edition. Die soll Antifaltenwirkstoffe haben und eben der Haut sehr viel Feuchtigkeit spenden. War eine solide Feuchtigkeitsmaske. Ich habe da jetzt keinen überragenden Effekt bemerkt. Deswegen, ja, für mich kein Must-Have auf jeden Fall. Dann hatte ich hier die Luvos Hydromaske. Ja, die war in Ordnung, aber hat mich jetzt irgendwie auch nicht so begeistert, als dass ich sie mir nachkaufen würde. Ich hatte von Cadea Vera die Feuchtigkeitsmaske. Das war eine Limited Edition hier mit dieser Matrosin mit Erdbeerduft. Ja, hat sehr, sehr lecker gerochen. Natürlich etwas künstlich, aber doch sehr, sehr schön fruchtig. Ja, gibt es wahrscheinlich jetzt sowieso nicht mehr, aber ja, war eine nette, fruchtige Angelegenheit für den Sommer, um eben Feuchtigkeit zu spenden. Dann habe ich hier von Merz Spezial die Peel-Off-Maske aufgebraucht. Das ist das obere Sachet und diese Maske finde ich wirklich ganz, ganz toll. Und zwar hat die Extrakte von Papaya und Ananas und die riecht so, so wahnsinnig lecker. Oh, wie so ein Multivitaminsaft oder so, so ein richtig geiler, fruchtiger Cocktail mit Pfirsich und Maracuja. Super, super lecker. Und ich muss sagen, was die Peel-Off-Wirkung angeht, auch die ließ sich sehr, sehr gut in einem Stück abziehen. Würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich eine Nachtkerzenmaske aufgebraucht. So sieht die aus. Gab es im letzten Herbst als Limited Edition. Habe ich bisher leider in diesem Jahr nicht entdeckt. Also ist sie leider nicht wiedergekommen. Bisher ist eine sehr, sehr schöne Maske, um Feuchtigkeit zu spenden. Die ist wirklich sehr reichhaltig. Gefiel mir wesentlich besser als die Tutanchamun-Maske. Und davon habe ich Gott sei Dank auch noch ein paar Sachets. Darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Und zum Schluss habe ich hier von Alverde die 2-in-1 Peeling-Maske. Die war aus der gleichen LE wie dieses Reinigungspuder, was ich euch eben schon gezeigt habe. Und das war eine sehr, sehr interessante Maske. Die hat man erst auf dem Gesicht aufgetragen und eine Weile
einwirken lassen und dann eben nochmal als Peeling sozusagen verwendet und eingearbeitet in die Haut, würde ich jetzt mal sagen. Also ne, in kreisenden Bewegungen dann auch nochmal die Maske eingearbeitet und dann mit warmem Wasser abgespült. Und ich hatte das Gefühl, dass meine Haut danach wirklich sehr, sehr schön gereinigt war. Von dem her hat mir die Maske total gut gefallen, aber leider wieder mal eine Limited Edition nicht mehr zu bekommen. Ich habe euch angelogen, es war gar nicht die letzte Maske, die ich euch zeigen wollte, sondern ich habe hier noch von Sephora die Algenmaske aufgebraucht. So sieht die aus. Die habe ich zum Geburtstag bekommen von der lieben Vanessa. Die hatte ich mir gewünscht. Und die war sehr, sehr interessant, weil die war so zusammengefaltet. Und ich habe jetzt mal hier das Vlies aufbewahrt, auf dem die Maske sozusagen angebracht war, weil die so hauchfein war, hatte die nochmal dieses Vlies als Träger. Und dann hat man sich das sozusagen mit dem Vlies aufs Gesicht gegeben und dann das Vlies vorsichtig abgezogen. Dann hatte man nur diese ganz dünne Maske auf dem Gesicht, die sich wirklich quasi angesaugt hat an das Gesicht und dann eben dort ihren Job getan hat. Fand ich eine total spannende Sache, habe ich so noch nie gehabt. War allerdings ein bisschen tricky aufzubringen, ne? Aber ich denke mal, das ist bei der ersten Anwendung der Fall. Wenn man sich damit noch nicht so richtig auskennt, ist das nicht einfach. Aber wenn man den Dreh raus hat, ja, geht das, glaube ich, auch ganz gut. Ohne weitere Probleme. Leider sind das Masken, an die man nicht so gut rankommt. Aber ja, ihr werdet jetzt auch nicht sterben, wenn ihr sie nicht habt. Also das ist für mich wirklich so ein Stück Luxus einfach, dass ich mir sehr, sehr gerne mal gönne, so eine besondere Maske, an die man eben nicht so einfach rankommt. Aber wir haben hier in der deutschen Drogerie oder auch zum Beispiel bei The Body Shop sehr, sehr schöne Masken. Und deswegen müssen wir jetzt nicht zwangsläufig diesen Masken von Sephora hinterher trauern. Genau. Ja, so ganz langsam nähern wir uns dem Ende, meine Lieben. Ich habe jetzt hier noch einmal von Balea die Schaumseife Garten Eden stehen und die haben wir im Sommer verwendet, war leider nicht so wahnsinnig ergiebig. Ja, der Duft war schön fruchtig, so ein bisschen blumig auch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Design ist natürlich ein Traum. Ja, habe ich mir jetzt aber erstmal nicht mehr nachgekauft, was Handseifen angeht, da ja, variiere ich einfach gerne und probiere mich aus. Und ja, das war jetzt nicht so ein Mind-Blowing-Effekt, dass ich gesagt hätte, die muss ich unbedingt wieder haben. Ja, dann haben wir aufgebraucht, das ist hier von Sacrotan, so eine Power & Pure Tip-Top Multi-Aktiv-Reiniger. In der Geruchsrichtung Himmelsfrische. Das ist wirklich ein echt cooles Produkt. Das steht bei mir hier in der Küche. Und da drückt man einfach so drauf mit seinem Lappen. Hier oben sind eben solche Löcher drin. Und dann wird dieser Lappen direkt mit dieser Reinigungsflüssigkeit getränkt. Und ihr könnt sofort loswischen. Also das ist einfach was für die faulen Leute unter uns, die den Lappen nicht erst anfeuchten wollen. Und dann eben da noch Reiniger drauf geben wollen, sondern einfach Lappen genommen, zack, zack, los geht's und fertig ist der Lack. Ja, das ist für ganz normale Flächenreinigung sehr, sehr gut. Für den Herd und so weiter ist das natürlich nichts. Oder Kalk oder so, ne? So ein bisschen wie diese Denkmit-Allzweck-Reinigungstücher. Eine nette Sache, um einem das Leben zu erleichtern, aber jetzt kein absolutes Must-Have. Ich habe jetzt aktuell noch so einen Spender in Verwendung und mir ist irgendwie aufgefallen, dass diese Sorte Himmelsfrische nicht mehr im Sortiment ist. Also zumindest als ich das letzte Mal geschaut habe. Finde ich sehr, sehr schade, weil das war ein sehr schön frischer, sauberer Duft und das andere, was da war, das hörte sich vom Namen an schon sehr süßlich an und da hatte ich dann jetzt nicht so richtig Lust drauf. Dann habe ich aufgebraucht von Blanks White Shock Zahnaufhellung ab der ersten Anwendung. Das ist hier eine Zahnpasta. So sieht die aus. Die habe ich komplett aufgebraucht. Und zwar war die so blau und die hatte dann durch diese blauen Partikel
quasi eine sofort aufhellende Wirkung, die dann eben aber nicht dauerhaft ist. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, nee, also ich konnte das jetzt so nicht beobachten. Das, was ich beobachtet habe, war, dass man sich danach den Mund sehr, sehr gut ausspülen musste, weil ansonsten hatte man bläuliche Zähne. Man musste wirklich gut gurgeln und spülen. Sie hat sehr, sehr frisch und lecker geschmeckt. Also da gab es jetzt überhaupt nichts zu meckern, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich dadurch ein absolutes Hollywood-Lächeln bekommen hätte. Ja, also war eine gute Zahnpasta, müsste ich jetzt aber nicht unbedingt wieder haben. Als letztes Haushaltsprodukt zeige ich euch hier von Airwick eine Sprühdose und zwar in der Geruchsrichtung Cotton und weißer Flieder. So sieht die aus. Da hatten wir mal einen Doppelpack, glaube ich, von gekauft. Wir haben einen Spender im Wohnzimmer und einen im Bad. Ja, hat mir sehr gut gefallen, der Duft. Und wir kaufen uns da von Airwick eigentlich immer wieder verschiedene Düfte. Ich mag es auf der Toilette gerne frisch. Mir hat besonders gut gefallen dieser meeresfrische Duft. Ich glaube, der war auch mit Blaubeeren. Nee, mit Brombeere und Meeresbrise oder so. Das ist mein absoluter Liebling aktuell im Bad in Verwendung. Ja, kann man natürlich immer mal wieder so ein bisschen wechseln. War kein schlechter Duft, aber der mit Brombeere und Meeresfrische gefiel mir definitiv besser. So, zum Schluss habe ich jetzt noch ein paar Food-Sachen, die ich euch gerne zeigen würde. Und zwar erstmal ein paar Süßigkeiten, die ich in der letzten Zeit wirklich eingeatmet habe quasi. Und zwar von Hitchler diese Fruchtschnüre. Ja, einmal in Apfel und einmal in Erdbeere. Und ich habe da so einen kleinen Tick. Ich flechte die. Genau. Ich nehme mir von jeder Farbe drei Schnüre und nehme die dann quasi doppelt. Und flechte die dann, ne, mit drei Strängen, A2 Schnüren. Und dann bekomme ich ein wunderschönes rot-grünes Muster, was richtig scheiße aussieht. Und erst, wenn ich beide Packungen komplett verflochten habe, dann werden die gegessen. Und dann sind die für eine Stunde Arbeit in 3 Minuten quasi aufgegessen. ja, aber manchmal hat man ja so kleine Angewohnheiten, wie man verschiedene Lebensmittel isst, obwohl das eigentlich totaler Quatsch ist. Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, guck mal hier, auf der Verpackung sind die Schnüre auch verflochten. Ja, also ich bin jetzt hier nicht der einzige Freak, der auf diese Idee kam. Dann mag ich sehr, sehr gerne eine Sorte Chips und zwar von Lay's, die Buggles in der Geruchsrichtung. Nein, in der Geschmacksrichtung Nacho Cheese. So sehen die aus. Das sind so Mais-Chips zu solchen Trichtern geformt. Eignen sich natürlich super gut zum Dippen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt aber noch nicht ausprobiert. Mir schmecken die auch sehr, sehr gut ohne Dip. Und ich möchte euch hier an dieser Stelle vorwarnen, wenn ihr davon drei, vier Dinger gegessen habt, dann müsst ihr die Tüte leer essen. Also, wenn ihr das nicht möchtet und aktuell gerade auf eure Figur achtet, dann tut euch den Gefallen und fangt nicht an, diese Chips zu essen und kauft sie euch am besten erst gar nicht. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen überfressen an diesen Chips. Deswegen haben wir sie aktuell nicht im Haus. Aber die kenne ich schon sehr, sehr lange und mag die immer wieder total gerne. Dann vielleicht ein etwas ungewöhnlicheres Produkt aus dem Kühlregal eures Supermarkts des Vertrauens. Wir kaufen die, glaube ich, bei Rewe. Von Mägle gibt es die Ofenschneckchen. Und zwar in Hirtenkäse Spinat. Und da gibt es aber, glaube ich, auch noch eine andere Sorte. Wir hatten schon beide Sorten und die haben beide sehr, sehr lecker geschmeckt. So sieht dieses Etikett aus. Das sind quasi, ja, so Blätterteigschnecken mit Füllung. 2 Stück sind da drinne. Und die kosten,
Also ganz super günstig sind sie jetzt nicht. Aber ich muss dazu sagen, wenn ihr diese Schnecken natürlich beim Bäcker kauft oder beim Türken zum Beispiel, diese gefüllten Teigtaschen mit ja, Feta-Käse und Spinat, dann bezahlt ihr definitiv mehr. Ja, also die kosten, glaube ich, schon so 1, 2 Euro. Vielleicht auch 2,40, 2,50. Aber ja, auf jeden Fall günstiger, als würdet ihr die beim Bäcker kaufen. Und die sind wahnsinnig lecker. Die sind richtig lecker. Das ist natürlich was für einen hohlen Zahn, ne? Also, was ich euch empfehlen kann, ist, dass ihr euch ein schönes Salätchen macht. Und dann gibt es dazu zwei Schnäckchen für jeden. Das ist wirklich sehr lecker, aber das ist natürlich nichts zum Sattessen. Ach du je. Ja, es wird dunkel. Daisy muss ins Bett. Kommen wir zu den letzten zwei Produkten. Einmal möchte ich euch gerne einen Tee zeigen. Und zwar ist der vom Teewicht. Ein Früchtetee. Der heißt Erdbeer-Vanille-Bio. Ist also ein Bio-Tee. Und war in dieser Bio-Box, die ich vom Teewicht und der lieben Kossi geschenkt bekommen habe. Dazu gab es auch ein Unboxing-Video, das findet ihr da oben. Und der schmeckt einfach so geil. Der schmeckt wirklich wie Erdbeermarmelade. Oh. Der ist jetzt leer. Ich behalte dieses Zettelchen auf, dass, wenn ich meine nächste Teewicht-Bestellung tätige, dass ich diese Sorte auf jeden Fall in einer ganz großen Ausführung nachkaufe. Und das letzte Produkt, was leer gegangen ist und was auch auf jeden Fall nachgekauft wird, ist Xucker Light 100% Erythrit, kaloriefreies Süßungsmittel. Gibt es jetzt mittlerweile auch beim DM. Das ist jetzt hier die kalorienfreie Variante. Es gibt das, glaube ich, auch noch in einer blauen Dose oder so, wenn ich mich nicht irre. Das ist dann nur Zucker. Wir kaufen uns hier immer diese orangene Variante und man kann damit alles machen. Man kann damit backen, man kann damit kochen, man kann das in sein Getränk machen. Das ist ein bisschen weniger konzentriert von der Süße als Zucker. Das heißt, ihr braucht etwas mehr als jetzt von eurem normalen Zucker. Hier steht auch 1 Gramm Zucker Light, entspricht 0,7 Gramm Zucker. Also es ist etwas weniger süß als normaler Zucker. Und wenn ihr das pur beispielsweise esst, dann ist das so ein bisschen kühl. Aber verarbeitet in Speisen, im Getränk und so weiter, merkt ihr das überhaupt nicht. Und das ist das erste Süßungsmittel, wo ich sagen muss, da merke ich keinen Unterschied vom Geschmack her. Natürlich brauche ich mehr, habe ich ja jetzt schon 47 Mal gesagt. Aber zum Beispiel Stevia oder Stevia hat einen sehr, sehr starken Eigengeschmack. Auch Süßstoff hat einen sehr, sehr starken Eigengeschmack, den ich beide, also bei dem ich das nicht mag. Bei beiden Varianten mag ich das nicht. Ich mag sowohl Stevia als auch eben Süßstoff nicht. Und ja, deswegen sind wir hiermit sehr zufrieden. Es ist ein teures Vergnügen. Hier ist ein Kilo drinne und ich glaube, das kostet so 9 bis 10 Euro. Aber ich muss sagen, ich habe das vor circa einem Jahr gekauft, das Produkt während dieser Cyber Monday oder Black Friday Aktion auf Amazon. Und da die ja jetzt demnächst ansteht, der ich kann nicht mehr reden. Der Cyber Monday fängt morgen an und der Black Friday ist dann nächste Woche Freitag. Ist das vielleicht ein guter Tipp für euch? Da ist das Ganze dann nochmal 1, 2 Euro günstiger. Und da werde ich auch auf jeden Fall für uns wieder Nachschub kaufen. Und da wir wenig mit Zucker arbeiten, ich backe auch nicht viel, muss ich sagen, kommen wir da doch sehr, sehr lange aus. Also ich sag mal, ein halbes Jahr kommt man da auf jeden Fall gut aus, wenn man nicht regelmäßig backt und jetzt auch nicht jedes Getränk nachsüßt beispielsweise. Ja. Okay, gut. Ich habe euch alle Produkte gezeigt.
Und ich hoffe, das war für euch mal wieder ein spannendes, unterhaltsames Video. Das nächste Video, was ihr sehen werdet, ist ein All-Time aufgebraucht und nachgekauft Video. Da zeige ich euch dann Produkte, die ich immer wieder nachkaufe und immer wieder aufbrauche. Die werden dann in diesem Extra-Video gezeigt, damit ich die euch in diesem Bruchmann-Futter damit nicht jedes Mal wieder zeige. Deswegen gibt es die Sachen einmal in einem All-Time-Aufgebraucht-Video und ja, langweile euch nicht damit, die euch ständig in die Kamera zu zeigen. So, das Licht verlässt mich jetzt so ein bisschen. Für das nächste Video muss ich wahrscheinlich die Softbox anstellen. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle von euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und einen guten Start in die kommende Woche. Macht's gut, bis bald. Ciao.